Nee. Kaum habe ich mich mal entschlossen, den X-Weg zu benutzen und am Kurspring-Sportplatz vorbeizukommen, Nee. Also diese Löcher lassen mich nicht mehr los. Direkt vorm Eingang. Und es ist kein Bombentrichter, weil da führt hier ein schöner Hohlweg vom Licht her. Eben noch schöner beschienen gewesen. Einmal schräg runter in Richtung Kurspring. Das ist da bei der Nummer 19a, wo der X-Weg hochgeht. Ja, Überraschung. Ich bin über die Kuppe gegangen beim Sportplatz Kurspring, westlich, nordwestlich davon, Richtung Inderhütsche. Komme in ein tief eingeschnittenes Tal, wo Hirschebach oder so ähnlich schließt nach Inderhütsche. Da ist auch ein Stauteich am Weg unten bei der Gastwirtschaft mit dem Spielplatz davor. Und bin an einem Weg angekommen, oberhalb davor wieder sehr merkwürdiges Gelände. Viele mehr oder weniger flache Ruhewege ziehen sich hier ungefähr gen Norden in den Haspa Stadtwald hinein. Linke Hand ist der eigentliche Weg. Dann gibt es eine Gabelung. Nach rechts führen sie jetzt in Richtung des Schattens auf eine merkwürdige Fläche hin, die von Ilex bewachsen ist, möglicherweise Abbaustellen oder ein etwas tieferer Hohlweg, der sich einschneidet. Von rechts kommt noch ein flacher Hohlweg an, das ist ja Richtung Kuhspring dann. Ich nähere mich mal diesem Gelände. Vor mir sieht man jetzt, dass der eine Hohlweg nur ein leichter Schürfgraben ist. Der Hohlweg, der näher zu mir ist, führt direkt in dieses Gelände mit den Ilex rein. Ja, scheint eher so, als würde hier der Hohlweg einen Knick machen. Nimmt den Pendant auf den flachen, der jetzt aus der Perspektive nicht so gut zu erkennen ist. Ja, alles voller Ilex, kann ich nicht weiter durchforschen, sag ich mal. Sieht aber eher nach einem etwas tieferen, breiteren Hohlweg aus. Also auch dieses Gelände voller Hohlwege. Wenn ich jetzt Hang aufwärts gehe, kommt schon der nächste. Und gleich dahinter noch einer. Wobei sich diese beiden hier wieder treffen. Ja, wo das Gestrüpp ist. Das erleichtert natürlich die Übersicht. Leder wäre besser. Ja, jetzt bin ich beim obersten Hohlweg angelangt. Gucken wir, ob die Kiefern alle gerade stehen. Jawohl. Ja, aus etwas Distanz betrachtet sieht sich der Hohlweg weiter. Da liegt ein kleiner Baumstamm direkt drüber, deshalb erkennt man ihn ganz gut. Also keine Schürfgrube. Es sei denn hier in den Ilex-Bereich rechts neben den etwas dickeren Baum ist tatsächlich, jetzt sehe ich es, ein Loch. Aber nicht rund, sondern ein hangparalleler Graben, der hier in dieser Struktur, was ich hier als Hohlweg auch wieder sehen kann, flacher Hohlweg, der sich wieder in Richtung Weg runterzieht, von dem ich vorhin sprach. Also hier sind wohl auch Schürfstellen, allerdings nicht so ausgeprägt, dass man sie deutlich von Hohlwegen unterscheiden kann. Zumindest eine hier unterm dicken Baum. Ja, das Gelände dahinter ist lichter. Schaue ich mal da weiter. Das geht hier Richtung Schülinghausen.
Ich bin an der Büddingstraße angekommen, die Richtung Halle führt. Also zumindest ist das die Fortsetzung von der Büddingstraße, wenn die nicht mehr so heißt hier, weil wir sind hier im Wald. Nördlich, oder besser gesagt westlich davon, führt der Weg nicht weiter, das ist so eine Art Sieben. Aber ich sehe jetzt ein Stückchen weiter nördlich den Hohlweg weiterführen, auch in westlich, nordwestlicher Richtung. Den verfolge ich hier aber nicht wegen des vielen Gestrüppes. Ich werde mich dann durch diesen tief eingeschnittenen Weg oder Straße, Zeichen A78, weiter begeben und dann nach links in Richtung Schülinghausen mich aufmachen. Ich bin auf der Kuppe nahe der Schülinghauser Straße angekommen und mache noch einmal Fortsetzung des letzten Mals einen Schwenk über das teilweise durch Baumwürfe unübersichtliche Gelände. Da geht es Richtung Schülinghauser Straße. Ich stehe hier an der großen Schürfgrube mit dem roten Stuhl. Da ist noch ein grauer, rechts daneben sehe ich jetzt. Im Hintergrund sieht man jetzt auch rechts die Schülinghauser Straße. Ich wollte mir das Loch nochmal angucken. Besonders hier links, wo der Nadelwald oder teilweise Nadelwald ist. Die Kante, ja, also sieht nicht nach Sprengung aus, das ist wohl eher Wühlerei. Zum Blick noch Richtung Spiel bringen. Hier ist das Gelände relativ eben, aber mit sehr viel schrägen Bäumen durchsetzt. Und ich habe auf dem Weg hierher, über den Kriegelweg hinweg, vom Kursbring kommend, keine weiteren größeren Löcher gesehen. Nur ein kleines in Zusammenhang mit zahlreichen Hohlwegspuren. Das war jetzt westlich der Fortsetzung der Büdingstraße. Da gibt es eine ganze Reihe Hohlwege schon, die hier vielleicht herführen. Ich konnte das aufgrund des Dickichtgeländes nicht so verfolgen. Die Gegend bleibt trotzdem spannend, auch wenn hier nicht mehr so viele Löcher sind, wie ich erst dachte. Ich bin bei dem kleinen Wäldchen auf der Kuppe bei Schürlinghausen angekommen. Lasse meinen Blick in das obere Bremkerbach-Tal schweifen, Richtung Gewerbegebiet Niederlande. Unterhalb des Zaunes bin ich eben einem ganzen Rudel Rehen begegnet. Sie sind aber ausgewichen in Richtung Grundschütteler Straße. Ich hoffe, die finden da in den Bäumen vorher noch Versteck, nicht dass sie auf die Straße rennen. Habe ich jetzt hier in so einem ganzen Rudel, also mindestens 7 Stück, nicht erwartet. Ein Blick Richtung Karling, das liegt etwas unterhalb hier im Tal, ungefähr da, wo die beiden Hochspannungsmasten hinzeigen, rechts davon. Bin einmal die Kuppe runter von der vom Hasper Stadtwald her über die Schülinghauser Straße, also festgestellt, dass das ganze Gebiet auch westlich der Schülinghauser Straße voller Hohlwege steckt. Es hat also wenig Sinn, das mit einem Navigationsgerät aufzunehmen. Das geht nur vernünftig aus der Luft. Hier in dem Wäldchen ist laut deutscher Grundkarte auch noch eine Pinge oder etwas ähnliches. Mal gucken, ob ich die noch filmen und fotografieren kann. Vis-à-vis zum Hof Schürlinghausen, also schon zur anderen Seite der Kuppe hin, bin ich 5
fertig geworden. Ziemlich zerwühltes Gelände. Ziemlich viel Schutt oberhalb, auch moderne Steine dabei. Ist das hier eher gangartig in einer Kurve? Da liegt auch Heu drin, wie immer das hier hinkommt, und führt dann hohlwegartig hinter dem Baum wieder raus. Rechts ist auch nochmal so ein Schuttkegel. Also das sieht nicht besonders alt aus. Also die Pingern aus dem Mittelalter sehen anders aus. Ich nehme an, dass es sich hier nur um eine Lehmentnahmegrube oder etwas Ähnliches handelt. Nach Steinbruch sieht es ja auch nicht aus. Nichts Genaues weiß ich nicht. So habe ich das jedenfalls auch mal in Augenschein genommen. Habe ich es nicht gesagt? Aussteller. Allerdings an der anderen Seite, Richtung Vorhalle. Übrigens, da am Hang kann man nur runterrutschen. Ja, alle an Betrieb hier. Dieser Bereich wird auch Video überwacht, und zwar von mir, hier bei Buhne. Ich gehe noch ein Stückchen weiter, dann schlage ich mich nach rechts, weil die Hohlwege weiter zu verfolgen am Tinsberg, auf der anderen Seite her, habe ich schon mal versucht. Das ist aussichtslos. Erst hinten beim Abzweig des Wanderweges rechts findet man wieder welche. Ich gehe auch ein Stückchen weiter geradeaus noch, dann schlage ich mich nach rechts in die Büsche. Da vorne rechts geht es rein. Linke Hand, es ist sumpfig, alles auch abgesperrt. Also geht es reichlich weiter nach Westen. Ein Blick zurück zur Straße. Da führt der Rautenweg ab, eben gezeigt. Und hier am Rautenweg haben wir oben nicht nur die Kohlenbahnstrecke, sondern auch die ersten Hohlwege wieder. Die werde ich aber dann nicht weiter verfolgen, weil ich gehe Richtung Erringhausen runter bei der nächsten Gelegenheit. Noch ein Blick auf den Sumpf. Haben wir auch nicht so oft, ja. Überall Schilder, muss sein. Nach einem langen Marsch am grünen Zaun entlang bin ich an der Spitze, am Kopf sozusagen, an der Vorderkante der Halde angekommen. Alles heute schön bewachsen. Vor 40 Jahren konnte man noch den ganzen Dreck in Natur sozusagen sehen. Enges Tal, stinkt nach wie vor. Rechts ist steil, aber wo natürlich. Hier fließt unterm Weg wohl ein Kanal. Ein Stückchen weiter westlich. Offener, künstlicher Bach. Ansonsten totes Gelände. Hintergrund hört man die Autobahn. Ich hoffe, der Weg, teilweise sumpfig, teilweise schottrig, wird jetzt besser. Sonst bin ich es jetzt schon leid. Ich wollte eigentlich wieder ein Stückchen nach Westen. Nein, korrigiere. Nach Süden, um die Fährte aufzunehmen von dem anderen Hohlweg. Es waren ja zwei Parallele. Ich habe ja nur den größeren vermessen mit meinem Navi.
Das heißt, Messpunkte aufgenommen, mehr war das nicht. Ja, schauen wir mal. Ich bin einen schönen Steilhangpfad gefolgt. Der endete leider in einer Katastrophe. Also das ist hier noch Sturmgestrüpp. Der Weg führte übrigens an einen Zaun unten vorbei. Bis auf das letzte Stück. Kurz vor mir war die Wasserableitung. Ich hatte ja von dem unterirdischen Kanal gesprochen. Und da Stückchen danach halt ist der Weg nicht mehr passierbar, aber es führt einen Pfad nach unten. Dem folge ich jetzt. Ich sehe unten schon das Ruhrtal, kann also nicht mehr weit sein. Und rechts sehe ich außer verschiedenen Häusern und Einrichtungen nur Talaue. Ist hier sehr steil das Gelände noch, das sagte ich bereits. Hohlwege sind mir nicht begegnet. So manche Ecke könnte man als Schürfstelle interpretieren, aber man muss vorsichtig sein, könnte sich auch um Baumwurfwürfer handeln. Baumwurfgruben, wie es offiziell heißt. Ja. Hier fahren wir weiter in Richtung Tal. Hier der Pfad wurde zuletzt wieder eben und landet an einen deutlicheren Graben, der Richtung Tal führt, der wohl künstlich ist. Möglicherweise ein Hohlweg. Rechts muss bewachsen, linke Hand auch so ein bisschen. Hoch kann man da nicht, weil wie gesagt, da ist alles dicht. Nicht nur vom Sturm, auch von dem Ilex her. Das gibt demnächst mal Wälder. Diese Ilex-Büsche werden wahrscheinlich die Kiefern und Buchen ersetzen. Dann haben wir hier sowas wie am Mittelmeer. Sehe ich jetzt unten die Gewerbebebauung an der Vormarsteiner Straße. Der Pfad führt weiter nach unten, oder besser gesagt der Graben. Da versuche ich mal hier mein Glück. Der flache Hohlweg endet vorläufig an einem Querweg. Bin genau auf zwei Grenzsteine zugegangen. Der linke zeigt ein P oben, der rechte hat wohl keine Markierung, sehe ich nicht, oder ist schon abgebrochen. Da führt ein Weg wieder hoch, will aber in die andere Richtung. Bin schon tiefer im Tal, wenn das denn möglich ist. Sieht nicht so aus, also gehe ich den Weg doch hoch, weil hier lande ich wieder im Gestrüpp. Der Weg ist durchaus noch da. Man muss sich an der Schaukel orientieren. Dann findet man ihn wieder. Es geht talabwärts. Im Dahl ist nicht zu übersehen. Es wird bald Weihnachten. Sogar zu zweit kommen die Weihnachtsmänner an.